das auf dem Film drauf ist, wie ich das immer wieder nenne, schon der Begriff bewusstseinserweiternd ist schon sehr, sehr trügerisch, weil auch wenn ich mal eine Song, der hat ja so viel Bewusstsein. Bewusstsein ist nichts, was man besitzen kann. Dann sprichst du eigentlich bloß von dem Ego. Das bläst das Ego auf. Ein Selbstbewusstsein im normalen materialistischen Sinn, im normalen von dir verständlichen Sinn dieses Wortes, ist Selbstbewusstsein bloß ein extrem gesteigertes Ego in Bezug auf seine Person und auf seinen Charakter. Bewusstsein, dieses rote Bewusstsein ist das, was du bist. Das ist dieses Ich Bin. Und das kannst du nicht steigern. Da gibt es keine Quantitäten. Bewusstsein ist im Prinzip, wie ich immer wieder so schön sage, die Energie in der Einstein-Formel. In der ursprünglichen Einstein-Formel, E Quadrat ist M Quadrat mal C hoch 4. Diese absolute Ruheenergie, die vor der ausgedachten Energie steht, die kann weder vermehrt noch vernichtet werden. Also kannst du die auch nicht steigern. Du bist entweder Bewusstsein oder du bist keins. Du bist in dem Moment Bewusstsein, wo du in irgendeiner Form Wahrnehmungen erlebst. Der es erlebt, das ist Bewusstsein. Und Bewusstsein, das ist die 200 Gramm rote Gnede, die verändert sich nicht. Da kannst du eine 300 oder 400 Gramm rote Gnede in diesem Symbol draus machen. Das heißt, wenn ich immer als Udo jetzt, als Brösel, als Information sage, ich erkläre es nur denen, der mich jetzt sprechen hört. Ich spreche prinzipiell nur zu Bewusstsein. Ja, rot, Und in zwischen dem Rot und Moment, wo ich Rot. zu Bewusstsein spreche, bin ich das, was das Bewusstsein erlebt. Also von Rot zu Rot sozusagen. Richtig. Und das ist jetzt dieses Spiel. Drum ist es immer wichtig, wenn ich das Bild mit drauf mache bei mir, dass du, wenn du diese Reihen der Ichs nimmst, musst jetzt erst einmal klar sein, dass das sehr, sehr vielfältig ist. Dass diese Reihe dieser vier Ichs prinzipiell selbst der UB in Rot schon was Ausgedachtes ist. Und ich merke, viele kriegen das nicht mit, was ich damit sage. Obwohl ich es immer wieder wiederhole, es ist überhaupt nicht schwer. Sobald du eine Information vorliegen hast, zum Beispiel wenn du an nichts denkst, dann ist als Information dieser Gedanke nichts. Nicht das Nichts, sondern das Geräusch nichts. Wenn du an Schmetterling denkst, ist das Geräusch Schmetterling da. Udo, Ja? jetzt lass mich ganz kurz reingrätschen, weil worum es mir nämlich geht, das, was ich jetzt, was du auch meinst, von Rot zu Rot, darum geht es mir im Kern eigentlich auch meiner Frage. Das heißt, die DMT-Erfahrung, die ich hier gemacht habe, ich habe damit ziemlich viel rumexperimentiert. Man kann das in vielen Stufen konsumieren. Und was da passiert, ist einfach halt, wie, es fühlt sich an wie so ein Transmitter, als ob man in diesen roten Bereich gleitet. Es werden Informationen Du eingespielt kannst ohne nicht in was, Worte. ich muss da gleich, jetzt kretsch ich dir rein, du kannst Ja. nicht in etwas reingletschen, wo du bist, darum sage ich, das ist alles sehr, sehr trügerisch. Du kannst nicht einen Zustand erreichen, der schon ist. Du kannst dich bloß wiedererinnern. Und da hilft eine Droge mit Sicherheit nicht dazu, weil dann kommt dieses, ich nenne das einmal das Geschwätz, das du jetzt äußerst als Figur. Du solltest auch beobachten, was du selber sprichst. Der zu werden, der was erlebt, musst du nicht, du bist derjenige, der jetzt was erlebt. Du erlebst ständig was, du erlebst einen ständigen Wechsel von Informationen. Das ganze Spiel, was man mit Drogen, wenn du Drogen lesen tust, ob das Castañeda ist, ob du das selber durchspielst. Ich habe noch keinen einzigen gefunden, der mit Drogen experimentiert hat, der wirklich in meinem Sinne wach geworden ist. Im Gegenteil, die treibt sich von einem Trugschluss in den nächsten rein. Und rein, wenn du dann siehst, in einem gewissen Punkt, die zugekifften, wie ich das immer wieder nenne, da gibt es keine Erweiterung. Ich kann dir Filme zeigen von indischen Gurus, die sich zumachen, die ständig unter Hasch stehen oder sonst was stehen. Es bleiben alles Figuren. Das heißt, die eigentliche Erkenntnis, dass du der bist, der immer ist, der das erlebt, ob du dich jetzt mit einem Gedanken von dir verwechselst, ob du dich mit einer Figur verwechselst oder nicht und das nur beobachtest, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Es ist letzten Endes so unendlich simpel und einfach, wenn du loslässt. Was jetzt also hier das auch das große Problem ist, dass dir die reine Theorie von nachgeschwatztem Wissen oder Ausprobieren, du hast es auf dein Leben drauf, wenn du das magst. Das ist in jedem Leben, sag ich, lernst du was anderes. Weißt du, die Präzision im Jetzt zu sein, dass zum Beispiel das im letzten Gespräch, was ich mit der Bianca angesprochen habe, die Fragen vom Matten. Das sind so sinnlose Fragen, die ich tausende Male schon beantwortet habe, wo ich merke, immer mehr merke, dass die Figuren in einem Traum ganz, ganz wenige wirklich den Schritt machen in dieses Bewusstsein, dass sie selbst sind. Du musst nichts mehr verändern.
Pass auf, ich bringe mal für dich jetzt eine kleine Stelle nochmal am Matt. Das hat mit den Drogen nichts zu tun. Ich habe mit Sicherheit, ich weiß nicht, wie oft in Selbstgesprächen, die ich mir jetzt ausdenke, dieses Mattenbeispiel, wo der Matten zu mir sagt, der hat zwei Söhne, ich spreche Worte und die Worte lösen in dir Vorstellungen aus. Und dann sagt der Matten, ich kann doch nicht zuschauen, wenn ich jetzt sehe, dass meine zwei Söhne im Hof mit einem Ball spielen und der Ball rollt auf die Straße und ich sehe durch den Zaun, dass ein Auto kommt und der Kleine rennt ganz stur den Ball hinterher, ohne aufzupassen. Kann ich doch nicht zuschauen, wie der vor das Auto rennt. Und dann sage ich, du kannst es. Den, mit dem ich jetzt spreche, der kann das. Der Matten kann es nicht. Er wird wie eine Maschine in seinen Traum hinrennen und den Kleinen zurückhalten. Jetzt kommt dann auch hier die Apathie, wo er sagt, ja, das Holo-Feeling mit Apathie, das macht dann so gleichgültig, dann sind mir meine Kinder gleichgültig geworden. Das ist auch alles Trugschlüsse. Die Gleichgültigkeit bezieht sich auf den, der wirklich über allen Dingen steht, der nicht mehr wertet. Du bist nicht der, der wirklich nur schaut, was da ist und wie gewertet wird, ohne die Wertungen zu werten. Der muss gleichgültig werden, nicht die Figur oder die Rolle, die du spielst. Ja, ich kenne seine Durch diese Verhaftung. Loslösung koppelst du dich ja ab. Jetzt pass auf, jetzt machen wir ein einfaches Spiel. Das war ja mit hier mit Fleisch und mit dir mit Fleisch essen. Ich sage immer wieder, wenn du nur das Beispiel mit der 200 Gramm rotigen Niete verstanden hast, dass ich sage, jeder Moment, der in dir auftaucht, zerstört den bestehenden Moment und der entsteht in dem Moment, wo er in dir auftaucht. Das heißt, in dem Moment, wo in deinem Bewusstsein du gehst spazieren, schaust in das Schaufenster in der Fleischerei rein und dann siehst du Fleisch. Dieses Fleisch ist niemals irgendein Körperteil eines Tiers gewesen. Du konstruierst für alles, was in dir auftaucht, eine logische Vergangenheit im Hintergrund. Ständig wechselnde Diese Informationen. Konstruktion existiert natürlich erst, wenn du dran denkst. Das ist jetzt ein tausendmal von mir wiederholtes Beispiel, wenn ich jetzt zu dem, der mir jetzt zuhört, der jetzt vom Computer zu sitzen glaubt. Das bist du nicht. Du bist nicht dieser Gedanke. Wenn ich jetzt zu dir sage, dreh mal den Kopf, den du dir jetzt ausdenkst, wo du sagst, es ist mein Kopf, schau zur Tür hin und schau die Türklinke an. Mach das, schau die Türklinke an. Und jetzt frage ich dich, wo war die die ganze Zeit, während du jetzt mir zugehört hast? Die hat nicht existiert. Und jetzt schau in dich rein, mach dir bewusst, was im Hintergrund nicht existierend, ich sage im Arbeitsspeicher des Computers, noch an zwanghaften Glauben drin ist. Du siehst den Glauben ja erst, wenn er zu existieren anfängt. Also musst du dir das bewusst machen. Das ist ein Unterschied, ob der Glaube auf dem Bildschirm verwirklicht wird oder ob er im Hintergrund arbeitet. Das heißt, wenn du die Gedanken jetzt mitgehst, wirst du feststellen, dass die Türklinke erst in dem Moment entsteht, wo ich die anspreche. Du erfindest den Kopf drehst. Es spielt jetzt keine Rolle, ob du an die Türklinke deiner Zimmertür denkst oder ob du den Kopf drehst und die auf die Farbbrille Ja, holst. das Das ist ist wie Und das. jetzt frage ich dich, wo war dieses Bild, diese Information, bevor ich das jetzt angesprochen habe? Sie hat nicht existiert. Sie war im Arbeitsspeicher in dieser Grundlage und da ist auch deine Glaube drin. Und jetzt mach dir bewusst, dass du in deinem Alltagsbewusstsein immer noch glaubst, dass du mit Drogen experimentiert hast. Wenn du das gemacht hast, hast du das jetzt gemacht und das ist jetzt immer noch in dir drin, weil du das noch nicht aufgearbeitet hast. Jetzt pass auf, ich gehe einen Schritt weiter. Das heißt, wenn du das wirklich verstanden hast, dass es so in dir abläuft, was ich jetzt beschreibe, ist hundertprozentig sicher, Arthur. Okay, wenn du das verstanden hast, dann sind die ganzen Fragen, müssen Tiere leiden, darf man Fleisch essen, sind vom Tisch. Wenn du es wirklich verstanden hast, aber ich gehe einen Schritt weiter, pass auf, wenn du jetzt als Figur, ich rede jetzt erst nochmal, ich mache jetzt einmal ein krasses Beispiel, wenn du auf dem Klo sitzt und du kackst, egal was du dabei denkst, wenn du kackst, in dem Moment, wo du aufstehst und die Kloschüssel reinschaust und du siehst dann die Haufen Kacke liegen, dieser Haufen Kacke auf deiner Farbbrille entsteht in dem Moment, wo du das anschaust. Ja, Jetzt genau. wirst du wieder sagen, ja, ich habe das doch vorher gespürt, dass ich das rausdrück habe. Diese Gefühle waren auch jetzt, aber da war die Kacke nur, da denkst du nicht an die Ja, braune Kacke. genau. Du merkst nur dieses Gefühl. Das ist wie wenn du zwitschern hörst und du denkst dann an einen Vogel. Den Vogel musst du übrigens, den du jetzt eventuell denkst, wenn du zwitschern hörst, den musst du deswegen nicht unbedingt dir bildlich vorstellen. Ich erwähne doch immer wieder, in der feinstofflichen Welt der Gedanken sind meistens nur die Worte da. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier Amaretto sagen, dann stellst du dir den nicht bildlich vor, du könntest dir den bildlich vorstellen. Wenn du in einem Gespräch
den Namen Udo erwähnt, stellst du dir den Udo nicht bildlich vor, du könntest das. Du bleibst nur in diesem Bereich der Worte. Und ich sage Ihnen, auf der VR-Brille ist es umgedreht. Da siehst du ständig Bilder. Du kannst, wenn du willst, diese Bilder, die du siehst, ein Wort zu dir denken. Baum, Haus, was auch immer. Das magst du aber meistens nicht. Aber Udo. Und das ist immer die dazugehörige Hälfte. Aber Udo, genau deswegen, ich bin da vollkommen bei dir und deswegen benutze ich ja auch mittlerweile die Computermetapher. Ich habe ja auch schon gemerkt, also wo die Technologie hingeht und so weiter. Ich orientiere mich daran. Und mit den Computerspielen ist es ganz genauso. Also die Realität bei GTA wird nur in dem Moment aufgebaut, wo ich hinblicke. Und hinter mir fällt alles ineinander wieder zusammen. Das wird ja. Wunderschönes Beispiel genau, mit der 200 Gramm roten Niere. Ja, genau. Das heißt, Fleisch entsteht in dem Moment, wo du es denkst, und es vergeht in dem Moment, wo du es nicht mehr denkst. Und all das, was du jetzt konstruierst, das natürlich auch erst existiert, wenn du die Konstrukte denkst, aber dieses Konstruktprogramm ist im Hintergrund permanent laufend. Das musst du dir bewusst machen. Und dir das zu bewusst machen, musst du das werden, was du bist. Dieses reine Bewusstsein, das wirklich nur sich selbst erlebt in unendlich vielen Facetten. Und dazu gehören auch die Wertungen dieses Programms. Aber weißt du, ich finde es gut, dass du das nochmal ansprichst, weil das war ja gerade aktuell oder ist aktuell das Thema. Mein Gedanke dazu war halt, weil es ist ja auch ein Fehlerführerschein-Prüfungsbogen und ich habe mich mal mit dem Thema Fleisch essen und so weiter auseinandergesetzt. Und da hieß es dann, warum der Buddha so einen dicken Bauch hat und das halt zum Beispiel da, wo halt Dürre herrscht, da ist es dann legitim moralisch vertretbar, dass man dort isst, Fleisch isst, weil sie darauf angewiesen sind, weil sie dort nichts anbauen können. Und in der Überflussgesellschaft, ja, da ist ja tausend Alternativen da. Aber das hatte ich ja auch so mehr oder weniger eine Zeit lang wie so ein Fehlerführerschein-Prüfungsbogen gesehen. Wozu soll ich Tiere essen, wenn ich tausend andere Alternativen habe? Wie so eine Art Prüfungsfrage. Wieso nicht? Ja, wie so eine Art Prüfungsfrage halt. Ne? Ich meine, es ist ganz das, da muss dir klar sein, dass du rein jetzt, jetzt mache ich wieder eine andere Perspektive von den Filmperspektiven. Du bist als Trockennasenaffe, Gattung der Trockennasenaffe, bist du eindeutig in deiner momentanen Funktion ein Allesfresser. Hier gehörst du zur Gattung der Allesfresser. Das, wenn du in die Metzgerei gehst und du holst dir so einen Batzen, das du Fleisch nennst. Dieses Fleisch ist niemals irgendein Körperteil von einem Tier gewesen. Außer du glaubst es, dann verwirklichst du das. Jetzt bist du in diesem Modus, dass ich dich auf was hinweise, auf eine vollkommen neue Form von Dasein, eine geistige Form von Dasein. Ja. Du musst alles essen. Esse heißt sein. Holofeeling bedeutet das Gefühl, alles zu sein. Dein Körper ist deine Traumwelt und dein Leben ist die ständige Veränderung deiner Information. Das ist dein Leben. Und der es erlebt, verändert sich dabei nicht. In dem Satz steckt alles drin. Du hast dich noch nie verändert im jetzt ausgedachten chronologischen Ablauf deines Lebens, bist du immer dasselbe Ich gewesen. Wann hast du zum Denken angefangen? Ich frage den Geist, der mir jetzt zuhört. Beantworte mir diese Frage. Wann hast du Geist zum Denken angefangen? Und jetzt gibt es nur eine einzige richtige Antwort, Kategorie 3. Was ist das für eine dumme Frage? Ich kann doch bloß jetzt denken. Okay. Dann formuliere ich das um. Wann hat das jetzt begonnen? Wann endet es jetzt? Jetzt hat keinen Anfang und kein Ende. Jetzt ist jetzt, aber eine ständige Veränderung in sich selber. Das ist das Einzige, um dieses Jetzt, das man räumlich dann hier nennt. Alles, was sich drum herum dreht, räumlich wie zeitlich, ist ein Kommen und Gehen aus dem Jetzt in ein Woanders und wieder ein Zurückkehren. Selbst diese Vorstellung des Urknalls, wo sich Raum und Zeit sogar befunden haben, das ist nur eine dreidimensionale Metapher, dass was auseinander explodiert und du kannst überall nachlesen, dass die davon ausgehen, dass in so vielen Jahren Milliarden das wieder ineinander implodiert. Anhand von Berechnungen. Ist doch alles nur Vorstellungen. Vorstellungen, die du dir ausdenkst. Du denkst nur abhängig von deinem Schwamminhalt und deinem Programm. Und alles, was dein Programm widerspricht, diese ganzen anderen Möglichkeiten, die du komischerweise in dem Moment ja denkst, aber dir dann einredest, das stimmt nicht oder das ist nicht wirklich. Oder das ist nur Fantasie. Ein Gedanke ist ein Gedanke. Der Udo sagt immer, ein Bild ist ein Bild. Beilet, im Kind. Bilder, im Kind erweckt. Hunderte Male gehört, Adur. Hast du es verstanden? Denke, ich bin auf einem guten Weg. Du wirst über sowas nicht mehr nachgrübeln, weil es abgehakt ist. Ich sage ja, die Computermetapher mit der Simulation bzw. mit den Spielen, wie alles wieder
dass sie nur da aufbaut, wo du hinblickst und hinter dir alles wieder zurückfällt, genauso wie Einstein es sagt. Es ist nur, was auf dem Bildschirm ist. Ja, ständig genau. 200 ständig Gramm wechselnde Informationen. Richtig, genau. Und du hängst halt in dem Programm und du kannst dir andere Programme ausdenken. Das sind die Menschen, die Charaktere, die du beobachtest. Diese Charaktere, die du in deinem Traum beobachtest, sind andere KIs. Und dann kann ich immer wieder sagen, wenn du jetzt dieses Programm hättest, dann würdest du genau so denken wie der, von dem du jetzt meinst, dass das ein Idiot ist oder dass der nicht recht hat. Es wäre dann deine Logik. Keiner hat sich seinen Schwamminhalt rausgesucht. Richtig. Du könntest dich als Frau erleben, pädophil erleben, schwanger erleben, mit Krebs erleben. Es spielt überhaupt keine Rolle. Mhm. Du suchst dir als Träumer in der Geist nicht raus, was du träumst, wenn du wach wirst. Ich bringe ein schönes, ein uraltes Beispiel vom Udo. Dass ich sage, es gibt Leute, die haben Probleme. Mir sagen, du bist selbstständig, das Geschäft geht nicht, dein Schreibtisch ist voller Rechnungen. Du musst dich irgendwie den Kopf frei kriegen und jetzt hörst du irgendwie von einem Yoga, von Meditation und dann gehst du in so eine Gruppe und dann meditierst du und setzt dich hin, Räucherstäbchen anzünden, du versuchst deine Gedanken ruhig zu stellen, du willst dich in die Stille meditieren und dann erlebst du sowas wie ein Satori-Erlebnis. Und dann wirst du diese kurzzeitige Erläuterung, den gefühlslosen, absolut Nichtszustand, ich gehe da gleich nochmal drauf ein, und dann meinst du, du hast was begriffen, du kommst dir jetzt gut vor, weil das der gute Weg des Yogas ist, und irgendwann stehst du von deinem Meditationskissen auf, gehst wieder heim und dann ist der Schreibtisch wieder da mit den Rechnungen. Ein anderer geht einen anderen Weg, der geht in die Kneipe und sauft sich die Birne zu. Und in dem Moment, wo er dann richtig besoffen ist, hat er auch sein Satori. Aber irgendwann bei der Nüchtern, er kommt zurück und der Schreibtisch mit den Rechnungen ist immer noch da. Das Erste, was wir feststellen, keiner dieser beiden Wege stellt das Problem, mit dem du konfrontiert wirst, ab. Wer von beiden macht was Besseres? Und ich sage dir jetzt ganz was Irres. Der Bewusstere ist der, der sich die Birne vollsäuft. Weil der nämlich durch sein Saufen weiß, wenn er ein bisschen Bewusstsein hat, dass er ein Problem hat, das er mit Saufen nicht abstellen kann. Aber die, die jetzt hier sich in den Kuschel, Meditation, die ganzen Esoterik-Spinner, die meinen, die haben was begriffen. Die sind, das ist wesentlich trügerischer. Es gibt keine Technik, mit der du die Probleme abstellst. Die Problem, was ist ein Problem? Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist ein Problem. Das ist was Vorgelegtes. Neutralisiert erst einmal das Wort Problem. Du kannst jetzt aus dem Fenster rausschauen, ich könnte jetzt sagen, schau irgendwo hin, schau eine Zimmerpflanze an, schau die Lampe bei dir im Zimmer an. Und in dem Moment, wo du die anschaust, ist die dein Problem. Aber ist die ein Problem? Ja, sie ist was Vorgelegtes. Das sich sofort wieder auflöst, sobald du das nächste anschaust. Da hast du komischerweise bei dem Gleitenlassen deiner Gedanken, hast du nicht das Bedürfnis, irgendeinen Gedanken festhalten zu wollen. Wenn du zum Beispiel spazieren gehst, dann kommt dir Auto entgegen durch die Stadt, dann schaust du in die Schaufenster rein, dann läufst du weiter und da schaust du und lässt los und dann kommt das Nächste. Du schaust und lässt los und es kommt das Nächste. Machst dir mal die Gedanken, die sich ständig zwanghaft wiederholen, die du loshaben willst. Wieso wiederholt sich das? Weil du es loshaben willst. Und zu glauben, dass irgendeine Droge oder irgendwas dein Bewusstsein erweitern könnte, hast du nicht die geringste Ahnung, was Bewusstsein ist. Das Wiedererinnern, der Prozess, das ist ein Umweg, den du gehst, der den Weg bloß verlängert. Ist auch eine Lernerfahrung. Du wirst von mir nie hören, dass irgendwas negativ ist. Hängt wieder von dem Leben ab. Ich sage immer zum Beispiel in dem Udo-Leben bei mir, ich habe noch niemals in meinem Leben in irgendeiner Art und Weise an einer Haschzigarette oder in von stärkeren Drogen konsumiert. Übrigens nicht, weil ich das ablehne. Das habe ich ja paarmal erlebt. Du musst wissen, in meiner Zeit, in meiner Jugend, egal wo Party war, bis zum heutigen Tag, wenn ich all die Kumpel von mir noch treffe, die kiffen oder haschen. Die drehen sich eine Düte, wenn wir zusammen sind, so wie man sagt, jetzt trinken wir was. Alkohol ist kein Problem. Alkohol trinke ich normal, also auch schon ewig nicht mehr, fast überhaupt keine mehr, aber früher, wenn man jung war, haben wir halt dann gesoffen auf die Partys, aber da wurde auch immer gehascht und die Schwierigkeit bei mir, dass ich diesen Geruch nicht abkann. Okay. Ich rede jetzt rein mit dem Uber-Programm. Ich konnte mich so aufgestoßen, ich kann diesen Geruch überhaupt nicht ab. Und der Beobachtung, und das war der Grund, wieso ich in keinster Weise jemals, diese Erfahrung geht mir voll vorbei, also in dem Udo jetzt. Ich mache jetzt wieder ein Beispiel, du merkst es, weil ich dir was erklären will. Also nicht, dass ich es ablehne, das war so, wie man getrunken hat, wurde da auch gehascht, aber ich konnte diesen Geruch einfach nicht ab, wieso auch immer. Und ich habe die dann beobachtet und dann habe ich festgestellt, wenn die zugekifft sind, oberflächlich jetzt bei normalen Marihuana oder so Zeug, dass die im Prinzip sich bloß ein wenig anders verhalten, wie wenn du mit Alkohol dich zudröhnt hast.
Das ist so dieses Leichtigkeits- und das Lustigkeitsgefühl. Es ist rein, wenn du die Figuren beobachtest, ist nicht viel Unterschied, ob er zukifft ist oder ob er besoffen ist. Er ist besoffen in beiden Fällen, bloß mit einer anderen Droge. Was natürlich eine ganz, ganz andere Thematik ist, ist zum Beispiel, wenn du LSD mal ausprobierst. Was? Sag ich nicht ausprobieren, sondern wenn du LSD-Erfahrungen hast. Oh, und das Schöne ist, die Bücherregale, wenn du ich bist, JCH bist, hast du ja die Bücher, die große Masse schon gelesen. Mhm. Das heißt, ich, der die Erfahrungen mache die, indem ich ein Buch lese. Aber nicht die Figur, die das macht. Es ist nur ein Werkzeug. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich habe den Ardo benutzt, um diese Erfahrung zu machen. Aber der Ardo hat die Erfahrung nicht gemacht. Du musst dich zuerst einmal lösen, dass du der Ardo gar nicht bist. Mhm. Du bist der Ardo genauso wenig, wie du ein Baum bist. Und du merkst jetzt, wenn ich sage, das bist du doch alles nicht. Und dann doch wieder irgendwie. Wenn ich aus der Gnede eine Tasse mache, ist jetzt die Gnede dann eine Tasse? Jein. Als Ding an sich nicht. Ist das Meer seine Wellen? Das Meer, das immer ist, kann seine Wellen gar nicht sein, weil die Wellen sich ständig verändern und das Meer ist ja immer. Immer dasselbe Meer, aber nicht die gleiche Oberfläche. Und diese Kleinigkeit zu erkennen, wenn du das erkennst, das bringt dir tausendmal mehr, wie wenn du dich mit Drogen zumachst. Aber da brauchst du einen ganz klaren Kopf und dann lässt du dich nicht irritieren. Ich könnte zum Beispiel für einen hier in einem Drogenrausch erlebt, das ist, der sitzt dort und dann essen wir Spaghetti. Und für ihn, pass auf, sind die Spaghetti Würmer, hundertprozentig sinnlich wahrgenommene Würmer geworden, die aus dem Teller rausgekrochen sind. Mhm. Es war für ihn hundertprozentig real. Aber ich sage, für ihn war überhaupt nichts, weil der es erlebt, ist der sich den Typen ausdenkt. Und der Typ erzählt dir jetzt was danach, was er erlebt hat. Das ist doch schon wieder die Sache, hat ein Gedanke, den du dir denkst, kann dir als Ding an sich was erleben. Kann der Ardu, den du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, das erlebt haben, was du jetzt denkst? Du erlebst es jetzt. Vielleicht in einem etwas bewussteren Zustand, wie damals, wo du dann begeistert warst und dann doch wieder nicht. Weil wenn du verstanden hast, dass in der Vergangenheit nichts war, wirst du das komplett anders sehen. Ja, wenn man auf Computermetapher-Ebene widerspricht. Das ist sehr, sehr tief, was ich dir sage, oder? Das ist wirklich extrem tief. Ja, ich würde mir das noch mal ein paar Mal anhören. Es gibt keine Technik, keine Meditation oder eine Droge, wo du deinen Lernprozess beschleunigen könntest. Im Gegenteil, jegliche Art von Technik und jegliche Art von Drogen verlangsamt, jetzt subjektiv, jetzt natürlich beschleunigen und verlangsamen in der Unendlichkeit sind die Fragen. Du merkst, ich rede schon wieder Basic-Logik. Mir ist das jeden Moment bewusst. Ich muss Kompromisse von Kompromissen eingehen, um mit Basic zu kommunizieren, wenn ich die Windows erklären will. Was einfach nicht möglich ist, solange du Basic bist. Ich sage, mir reizen zuerst einmal die Basic-Logik aus. Ja, das Paradoxe dabei ist, dass ich auf DMT die Windows-Logik sehe. Ich spüre sie, ich sehe sie. Ohne Worte, ohne Gedanken. Du meinst, das ist nicht möglich. DMT sieht es nicht auf DMT. Du meinst, das ist nicht möglich. Der du bist, wenn du das bist, stellen sich die Fragen nochmal, ist das alles weg, weil das alles Basic-Konstrukte sind. Das ist ungefähr so, wenn du meinst, du spielst GTA und du fängst an, dich zu erforschen. Das, was du jetzt sagst, aber du meinst immer noch, die Welt von GTA ist diese illusionäre Welt, die kommt und geht. Das ist ein Spiel in ein Spiel. Das ist wie bei 13 Floor. Ein Spiel in ein Spiel in ein Spiel. Du kannst in GTA, kannst du in Spielcasinos reingehen, kannst dich an Automaten hinsetzen und Blackjack oder sonst was spielen. Das heißt, in den Spiel sind viele Spiele. Du kannst in ein Spielcasino gehen, Roulette spielen, du kannst Billard spielen, in ein Billardstudio gehen, du kannst Dart spielen in GTA, du gehst da einfach in die Leute rein, aber dann spielst du ein Spiel in ein Spiel. Ich habe früher immer gesagt, bei GTA, wenn du zum Beispiel bei GTA Billard spielst mit irgendjemandem, dass diese Billard-Simulation, perfekter ist, wie damals hat es natürlich auch Einzelspiele gegeben, dass du auf dem Handy oder was Billard spielen kannst, dass diese Simulation, ein Untersystem von GTA, die perfekteste Billard-Simulation war, die es damals gegeben hat, obwohl das ein Nichts war im Vergleich zu dem ganzen GTA. Ich wusste damals kein reines Billard-Spiel-Game, das besser animiert war, wie das bei GTA, als Untersystem. Du konntest dich auch an Slotmaschinen hinstellen in GTA, da kannst du immer noch. Das sind Spiele in Spiele in Spiele, aber wir wollen ja auf die obere Ebene. Bei Inceptions dreht sich der Kreisel noch. Beim 13th Floor bin ich jetzt wach.
Und jetzt kommt das große Problem. Die Lösung, die dir weder Inceptions noch The 13th Floor liefert, da ist ja immer am Ende des Films, bei beiden Filmen, die große Frage, bin ich jetzt noch in einem Traum oder bin ich schon wach? Ja. Das ist trügerisch. Die Antwort kann ich dir sofort geben. Das, was du erlebst, erlebst du immer in einem Traum. Dieses Wachsein als Welt gibt es überhaupt nicht. Weil Welt heißt nämlich Brandopfer. Doppelt aufgespanntes Brandopfer. Die Wirklichkeit besteht darin, dass du als Geist erst was erlebst, wenn du anfängst, dich selbst in Einzelteile zu zerreißen. Die Divisionen dadurch verändert sich, kriegst du Unterschiede an deiner geistigen Oberfläche. Jetzt in dieser Metapher im Basic gesprochen. Das heißt, Bewusstsein, dass wir uns jetzt ausdenken, die Bewusstwerdung von etwas erfordert immer, dass irgendwas mit Unterschieden da ist. Ja. Das heißt, was ist ein träumender Geist, wenn er nicht träumt? Dieses absolut nicht denkbare Nichts. Ich sagte Urknall, bevor er geknallt hat. Und Bewusstwerdung von etwas erfordert etwas, was Unterschiede hat. Und jetzt hast du die ausgedachte Immerseinde, das rote Bewusstsein, das mit ständig wechselnden Gedankenwellen verändert wird, das sich selber nicht verändert, die 200 Gramm rote Knete. Leben beginnt erst, indem du zum Träumen anfängst. Jetzt könnte ich wieder sagen, wann hast du zum Träumen angefangen? Jetzt? Du hast nie in der Vergangenheit angefangen. Es hatte nie einen Anfang, weil es nie ein Ende hat. Jetzt ja. Fängst du an, das Absolute zu verstehen. Mhm. Und alles andere ist Hirnwichse, was du mir erzählst. Die Erfahrung, die du gemacht hast, das ist ein winziges Nichts, ein kleines Kapitel in dem Arthur-Buch, in einem Bücherregal, wo unendlich viele Bücher drinstehen, aus einer meine Rolle. Die aus unendlich vielen Bücherregalen besteht. Ja. Jetzt können wir wieder Chuck Norris-Witze machen. Das bringt es nämlich auf den Punkt. Chuck Norris hat bis zur Unendlichkeit gezählt. Zweimal hintereinander. Du hast noch nicht begriffen, was Unendlichkeit heißt. Aber Chuck Norris ist auch in der Lage, mit zwei Eiswürfeln, die aneinander reibt, Feuer zu machen. Ja, ich weiß. Und das ist natürlich klar, das kannst du jetzt nicht lernen, darum geht es gar nicht. Es geht, dass du das Prinzip verstehst und dann wirst du feststellen, wie du ständig in jeder Kleinigkeit in deinem Alltagsleben trotzdem deine Gedanken um dich herum verstreust. Frag dich jetzt einmal nicht den Udasong, frag dich einmal, wenn du jetzt hier grübelst und dir Gedanken machst über deine Drogenerfahrungen, wie doll das war, ist dir in dem Moment bewusst, dass du schon wieder vollkommen unbewusst bist, indem du dir was in die Vergangenheit denkst und meinst, es war in der Vergangenheit, obwohl das doch jetzt in dir ist? Du sollst dich beobachten, dich, die Rolle, die du spielst, und verlagere dann Fokus auf das, was du dir selber einredest und ob das die Wirklichkeit entspricht. Hm. Und dann wirst du merken, der Einzige, der dich verarscht, ist das Autoprogramm in deinem Fall. Das Programm, das ist die Quelle von Leid, von ganz trügerisch Leid ist ja noch gut. Gott liebt dich, straft und züchtigt er. Nicht, weil er dich strafen will, sondern Unzufriedenheit ist Energie. Das habe ich auch tausende Male erklärt. Solange du dich wohlfühlst und es wiederholt sich was. Wenn du jetzt was als normaler Mensch, normal gesprochen, was gern magst. Übrigens, all das, wenn du wirklich alle Selbstgespräche gehört hast, garantiere ich dir, auf mindestens 100 Selbstgesprächen sind diese Beispiele drauf. Mhm. Und dir muss eins klar sein, mir ist vollkommen klar, dass der Autor, den du dir jetzt ausdenkst, wird es nie verstehen. Ich erzähle es ja nicht den Autor. Ich erzähle es den, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Mhm. Das war Masi, das bist du. Ja, aber ich bin doch der Autor. Bist du dir sicher, dass der, der jetzt vom Computer sitzt, der Ordo ist? Jetzt wird irgendeiner auftauchen. Amaretto oder sonst was auch immer. Das bist du nicht. Hör endlich auf, dich mit deinen Gedanken von dir zu verwechseln. Und in dem Moment weißt du, was du bist. Das kann man nicht erreichen. Bewusstseinserweiterung, all das Zeug, das bist du schon immer. Du hast es nur vergessen. Ich sage immer wieder, das ist wie mit dem Bewusstsein, ist wie das ewige Hier und Jetzt, von dem alle sprechen. Warum habe ich denn das vergessen? Dass du was erleben kannst in der Vielheit. Du erlebst dich in unendlich vielen Facetten. Holo-Feeling heißt das Gefühl, alles zu sein, was in dir auftaucht. Du bist der Scheißhaufen in der Schüssel. Und du bist es nicht, weil wir sind ja vollkommen. Ja. Du bist der Baum, du bist die Landschaft, du bist der Kirchturm. Du bist die Schmerzen und du bist die Freude. Aber was du erlebst, erlebst du eben noch durch deine Einseitigkeit. Darum bin ich jetzt in die letzten Gespräche hier und jetzt gedacht auf die 16 Perspektiven eingegangen. Mhm.
die immer gleichzeitig sind. Du wirst merken, du kannst bloß eine denken. Schon die Küche, bloß wenn du an deine Küche denkst. Sobald du an die Wort Küche denkst, bist du voll bewusst, wenn du bewusst bist. Weil das ist jetzt ein Wort, ein Symbol für einen Riesenordner. Mhm. Aber bildlich kannst du das nicht denken. Sobald du nämlich ein Bild aus dem Wort Küche machst, ist es nicht mehr die Küche. Und sobald du an die Menschheit denkst, ist es wie die Küche. Du kannst das Wort Menschheit denken. Sobald du aber ein Bild von Menschheit machst, ob du dir jetzt einen Brösel oder einen Haufen von Brösel ausdenkst, das ist nicht die Menschheit. Du bist die Menschheit, wenn du ich bist und noch viel mehr. Schön gesagt. Es ist ja trügerisch, wenn man glaubt, man hätte was verstanden und hat dann im Hinterkopf immer noch die Hybris und bezieht es auf sein, entweder auf sein Ego, auf sein Intellekt, auf den Körper, egal was es ist. Eine Personifizierung, ob mir das jetzt großes blaues Ich nennen oder bloß Körper nennen, aber nie was verstehen, weil es Gedanken sind. Ein sinnloses Unterfangen, irgendwelchen ausgedachten Menschen was erklären zu wollen. Du erklärst es immer dir selbst. Und jetzt kommt es mit dem Roten und dem Blauen, den roten Ichs. JCH. Nochmal für dich, wenn wir Linie machen, von oben nach unten. Mhm. Okay, oder wir fangen mal unten an bei UP. Gott, das Meer. Und da ist die erste Welle, ist JCH und ICH. Das sind die zwei Ichs. Der eine weiß, dass er UP ist und das ICH hat das Blaue drüber, das blaue Ich, der Mensch, sein Programm zuerst einmal im Arbeitsspeicher. Mhm. Ich habe mal einen anderen Kanal genommen, jetzt müsste ich wieder da sein. Ja, jetzt bist du wieder da. Hm? Ja, das ist bei mir je nach Wetter. Ich habe jetzt einen anderen WLAN-Kanal. Der ist nicht so schnell für mich, aber der geht einmal. Mhm. Also pass auf, wir machen das einmal nochmal. Unten ist UP, das Meer. Und die erste Gedankenwelle ist das rote ICH und das JCH. Mhm. Der Unterschied besteht darin, dass wir jetzt sagen, eine KI, ein Leben ist ein Buch. Und dieser JCH steht vor dem Bücherregal und die ICH hat bloß ein Buch in der Hand. Okay? Mhm. Das ist aber sehr abstrakt, das sind dieselbe Welle. Das ist bloß, der eine sieht das Ganze. Das Ganze sehen heißt nicht, dass du Informationen hast. Das ist dieses, kannst du rechnen und du sagst, ja, kennst du die ganzen Bücher? Und ich sage, ja. Das ist schon sehr komplex, hat nichts mehr mit Informationen zu tun. Mhm. Sondern mit Weisheit, nicht mit Wissen. Ja. Wissen sind Facetten von Weisheit. Mhm. Es ist aber, wenn es ist in der Einheit und wenn es ist, wenn es zum Existieren anfängt, existiert es jetzt in dem Moment, wo du siehst. Mhm. Das heißt, der Haufen in deiner Kloschüssel entsteht nicht, wenn du drückst, sondern in dem Moment, wo du den anschaust. Oder zumindest an ihn denkst. Ja. Und das Fleisch, der Batzen Fleisch entsteht und deine Logik sagt, wo das herkommt. Wo die Filme herkommen, wo jetzt der Udo, wo kommt der Udo jetzt her? Der wird von seiner Mutter geboren. Merkst du dieses Problem der Vergangenheit? Mhm. Mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Richtig. Es ist Zwiebelschein. Es ist das Innerste, entfaltet sich und fällt zusammen und das ist der ständige Wechsel. Ja, ja. Da, wenn du Schriften jetzt von einer ausgedachten Diana oder was lesen tust, die das ja über Jahre, Jahrzehnte kann man mittlerweile sagen, studieren intensiv. Ohne Wissen geht nichts. Du kannst keine Physik, du kannst nicht programmieren, wenn du Programmieren nicht beibringst. Du kannst nicht geistreich verstehen lernen, wenn du nicht neugierig warst. Aber du lernst nur, wenn du neugierig bist. Das sagt jetzt was über deine Reife aus, wo das Ego natürlich sofort wieder, wenn ich sag, du, wenn du Hosenscheiße erleben hast, du hast das dann mal zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Und es geht, sobald hier diese einfachen Metaphern, wo ich immer wieder erkläre, Arthur, umso einfacher das wird. Umso größer der Berg wird, umso größer wird das Tal. Richtig. Und diese extrem einfachen Sätze von mir, die ich immer wieder wiederhole, wo ich merke, die 200 Gramm rote Gnede, dass ihr es nicht verstanden habt, ist im Hintergrund ein unendliches Wissen. Und geh doch den einfachen Weg. Verstehst, hast du mal das Einfache. Du wirst das Komplizierte nie verstehen, wenn du das Einfache nicht akzeptieren willst. Wenn du das Einfache akzeptierst, schenke ich dir das andere, lasse ich dir einfach einfallen. Es ist ja schon in dir drin. Die Schwierigkeit beim Lernen ist ja schon wieder das, dass du meinst, du müsstest wissen, das nicht in dir drin ist, von außen in dich reinschaufeln. Aber es bleiben einfach nur Wechsel von Informationen, wo du wieder wärst, das ist so und das ist so. Du musst die Wertung loslassen. Das heißt, Udo, die Quintessenz jetzt, dann können wir auch gerne zum Schluss kommen. Vor allem, ich muss Jamie gleich vom Flughafen abholen. Deswegen werde ich mich ja auch langsam fertig machen. Aber die Quintessenz jetzt sozusagen,
das Lesen des Schöpfungscodes sozusagen, wenn man die Grundlagen hat im Hebräischen und so weiter, benötigt man auch nicht, um eine geistige Freiheit zu erlangen, oder? Nein, überhaupt nicht. Sage ich immer wieder. Ja, tausendfach, ne? Erwähnt, für deine, den Schritt, den du jetzt gehen solltest, ist das doch mal die Gleichgültigkeit gegenüber alles und jedem. Ja. Als Geist, nicht als Mensch. Denk mir dann das Rattenbeispiel. Ja, ich kann genau. doch zuschauen wie meine Söhne. Ja, genau. Weißt du, jeder erklärt dann, was an Holofeeling schlecht ist. Dass ich ja abartisch war und dann plötzlich meine Söhne ignoriere und so weiter, weil sie mir am Arsch vorbeigehen. Ich sag dem Beobachter, dem sollte klar sein, dass Gedanken, Informationen einen ständigen Wechsel unterliegen. Das heißt, es macht keinen Sinn, einen Gedanken am Leben erhalten zu wollen. In deiner Rolle siehst du das natürlich ganz anders durch deine, und du sollst, wie du das siehst, wenn du um deine Söhne kämpfst, um das und jenes kämpfst, das ist aber auch die Quelle von Leid und die Quelle von Ängsten. Ich rede von zwei komplett anderen Ebenen. Das möchte ich aber an dieser Stelle noch unbedingt einfügen, weil das Mattenbeispiel jetzt, das sind Zwischenstufen. Ne? Also wenn man sich mit Holofeeling beschäftigt, ich kenne das. Also ich kenne das von mir. Das sind aber noch Stufen, da fehlen halt noch gewisse Anteile. Das legt sich auch. Ne? Das legt ist sich alles auch. Das Wortspiel, was halt passiert, wenn du mal die zumindest rudimentäre Grundlagen hast, du müsstest jetzt muss ich wieder Figur bringen, du denkst dir den BC aus, das Erfolgspfosten war, wenn du dich jetzt mit dem BC, der hat sich hingesetzt und hat es jetzt einfach gesagt, ich muss das einmal lernen, der lernt mit einem Dauergrinsen, rennt er durch die Welt, den willst du auch auf, das alleinerziehende Vater, weil was du plötzlich hast, das ist nichts mehr, was in dir auftaucht, du fächerst es auf und du lächelst, weil plötzlich passt es. Ja. Es passt immer alles. Mhm. Du drehst, wie wenn du Puzzlestücke drehst, du hast der Puzzle, willst das anlegen und es passt nicht. Oh, scheiße. Mhm. Und jetzt drehst du das und plötzlich merkst du, ah, das passt, ich hätte es ja bloß auf den Kopf stellen müssen. Ja. Und dann passiert ein Heilungsprozess, weil du ja immer durch einseitige Interpretation und Auslegung dich über was aufregst. Krankheiten zum Beispiel. Mhm. Krankheiten sind das Beste, was die Menschheit gekriegt hat. Die werden bekämpft. Du musst immer wissen, zum Beispiel all der ganze Scheißdreck in der Werbung mit Schmerzmitteln und all das ganze Zeug. Ja, ich weiß. Mhm. Die haben überhaupt keinen Heilungseffekt. Die dämpfen die Warnlampen. Ja, richtig. Dieses schöne Beispiel. Das ist auch bekannt, es schert sich ein Dreck drum, die wollen alle keine Schmerzen haben. Die wollen alle keine Täler haben, die wollen nur die Berge. Mhm. Das musst du begreifen. Ja. Das ist übrigens sehr rudimentär. Müsste ich dir jetzt nochmal, aber lassen wir es gehen, dann gehst einfach Krankheit als Weg vor Detlefsen liest als Chance, dass die Song das Größte, das ist natürlich auch wieder, dann ist es eine esoterische Szene. Mhm. Krankheiten sind das Geschenk. Ich sage immer wieder, Spiegel, schau ins Tiefste, was du glaubst und dreh es um 180 Grad. Mhm. Das heißt, alles, was du als wichtig, als richtig ansiehst, was für dich bewundernswert ist und wenn es jetzt der Udo ist und sagst, der ist ganz toll, dreh es um 180 Grad, weil ich dich nämlich zerstören werde. Ich werde vollkommen das zerstören, was du zu sein glaubst. Dazu glaube ich auch nicht, dass ich diesbezüglich dein Freund bin. Ich bin nicht gekommen, um den Arthur Liebe zu bringen. Ich bringe dir den Schmerz, dass du dich selbst abschneiden kannst. Das habe ich verstanden, glaub mir. Der mir jetzt zuhört, ist interessiert mich, nicht der Arthur. Ja. Gut. Alles, was für dich wichtig und richtig und schön ist, dreh das. Und alles, was für dich böse und schlecht war, dreh das. Mhm. Dreh das. Stell das auf den Kopf. Und da wirst du merken, bei vielen Sachen geht es leicht. Mhm. Aber das sind Sachen, da wird der Zweite massiv in dir rebellieren. Ja, sag das mal einen Drogenabhängigen, Alkoholiker, ein Junkie oder so, ne? Ach, ja, nimm das mal. Sag ich, wie kannst du glauben, dass das irgendeine Freiheit bringt oder irgendwas? Das bringt keine Freiheit. Das bringt Erfahrungen. Es ist einfach nur eine Erfahrung. Aber es, jede Erfahrung, an der du, dass du meinst, Erfahrung ist besser wie eine andere, dann denk an mein Kabelsteckerbeispiel. Nee, das ist Quatsch. Da. Das ist die kleinen, die leichten, jetzt sind wir wieder bei den leichten Sachen. Der Kabelstecker ist zum Fahren genauso wichtig wie der ganze Motor und die Reifen. Mhm. Wenn es ein systemrelevanter Parameter ist. Warum hältst du dich nicht auf die leichten Sachen? Die anderen sind sehr trügerisch. Okay, jetzt lassen wir es gut sein. Yes, danke dir, Udo, für diese ausführliche Einführung. Ciao, bis bald. Ooh.